Oh, guck mal da, das hunderttausendste Unboxing der Switch. Wow. Switch. Ich habe endlich die Switch und die möchte ich heute gemeinsam mit euch auspacken. Heute ist sie ja Gott sei Dank endlich für Normalsterbliche zu erhalten. Und ja, ich fange mal an. Hier ist die Verpackung. Sieht sehr stylisch aus und recht handlich auch. Aber das ist auch das, was die neue Konsole ja ausmachen soll. Ne? Sie ist handlich, man kann sie überall mit hinnehmen. So, jetzt wollen wir das gute Ding mal öffnen. So, ich habe jetzt mal aufgemacht und hier sehen wir auch das Hauptgerät und die zwei Joy-Cons. Und ja, ich habe mich für die farbige Variante entschieden, weil ich die ja, so ein bisschen ansprechender fand. Oh Gott, die sind ja wirklich niedlich. Schaut mal. So, jetzt packe ich sie aber mal aus, ne? Muss man sie mal austüten. So. Oh wow, die sind wirklich lichtintensiv und blau leuchtet. Oh, ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht, ne? Ja, sehr schön. Werde ich gleich mal dran bauen und testen. So, hier haben wir das Hauptgerät. Oh, das sieht wirklich... Oh, ich liebe neue Technik, wenn man die neu auspackt. Die riecht irgendwie lecker, angenehm. Okay. Sehr, sehr cooles Gewicht. Also, es ist nicht so leicht, nicht so schwer. Es ist wirklich... Wow. Ja, so sieht das gute Stück aus. Oh yeah, Bild in Bild. Der Bildschirm macht auch einen sehr hochwertigen Eindruck. Jetzt schon, obwohl er noch gar nicht an ist. Hier ist die Rückseite. Hier ist die Aufstellvorrichtung. So, jetzt versuche ich mal die Dinger da professionell dran zu basteln. Oh, schaut mal. Ah, das ist ja wirklich wie im Präsentationsvideo, du. Okay, und hier? Yeah, wow. Wow! Oh Gott, ey, die kleinen Kontrollsticks, die sind wirklich süß. Die sind echt niedlich. Fallen etwas kleiner aus als erwartet. Und die Knöpfe sind auch voll niedlich. Also, schaut mal, kann man das erkennen? Im Vergleich zu meinem Finger ist das schon... Anders. Boah, die Farben, die gefallen mir echt gut. Die sind richtig schön leuchtstark. Wow. Geil. Super. So, wir gehen mal eine Etage tiefer im Karton. Da haben wir jetzt, naja, sehr unspektakuläre Sachen. Das müssen wir erstmal richtig auspacken. Ne? Was haben wir denn hier? Oh. Ah, die Docking Station. Die Docking Station. Die riecht auch wie... Frische Technik, frisches Handy. Ach, ich rieche das so gerne. Ja. Ah, da kommen dann die Kabels rein. Jetzt Kabels gesagt, oh Gott, ist auch voll peinlich. Die Kabel. Ah ja, da kommt das Hauptgerät dann drauf. Sehr schön. Wow. Ich habe so ein bisschen Angst gehabt, dass man dann so beim Reinstecken den Bildschirm irgendwie ankratzt und kaputt macht. Aber dem ist nicht so. Ja. Ah, hier sind auch kleine Gumminöppchen unten dran, damit es nicht verrutscht, ne? Wenn es mal ein bisschen wilder zugeht. So, was haben wir hier noch? Wir haben das HDMI-Kabel. Gut, das kann ich zwar jetzt nicht ausprobieren, weil ich leider keine Game Capture Card habe. Aber was ich ist, kann ja noch werden. Netzteil. Könnte man auch eventuell gut gebrauchen. Und hier haben wir... Oh Gott! Sieht aus wie ein Raumschiff. Batman! Geht auch so. Oder ein Jetpack. Okay. Ja. Da kommen dann die zwei kleinen Schätzeleins rein. Ne? Oh, gehen die jetzt eigentlich raus? Ah, hier hinten ist dein Knopf. Und wenn du drücken... Ah, das Gummi raus. Ah, super. Also, ihr seht schon, so was brauchst du nicht, ne? Einfach deinen Verstand benutzen und schon haut das hin. Schaut mal. Sehr, 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 sehr schön.
Ist auch recht leicht. Es ist ein sehr leichtes Gestell. Liegt auch erstaunlich gut in der Hand. Also ich finde das recht angenehm. Aber was noch besser ist, was noch viel besser ist, ist der, wo ist er denn? Hier. Das ist der Pro-Controller. Der Pro-Controller. Ich freue mich schon richtig, ihn dann ins Platoon heiß laufen lassen zu können. Bietet sich hervorragend an, denn endlich unterstützt er die Giro-Steuerung und die braucht man für das eine oder andere Spiel. Ich nehme das mal auf. Puh. War gestern im Fitnessstudio, aber so wirklich gebracht hat es noch nichts. Oder doch, ich habe es ja aufgekriegt. Was zum Lesen. Und hier geht's los. Oh. Oh, die Griffe sind griffig. Wow, schaut mal. Macht einen sehr, sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Also ich bin schon mal richtig begeistert. Der liegt richtig schön in der Hand. Die sind nicht so, wisst ihr, dieses einfache Plastik da? Das hast du gar nicht. Oh, ist das schön. Das ist so, ich fühle mich so ein bisschen wie damals, als das N64 rauskam. So, das war's aber noch lange nicht. Ich habe ja noch eine kleine extra Überraschung. Was das wohl ist? Guck ich mal rein. Yeah! Holla! Wow! Das ist mein Loot! Wow! Die ist sehr groß. Sehr, sehr groß. Ja, im Vergleich zu meinem Kopf. Das ist unglaublich. Die ist riesig. Als ich die eben ausgepackt habe, dachte ich so, wow, was ist denn da drin? Ja, okay, ich weiß ja schon, was drin ist. Ich habe das ja in der Präsentation gesehen und ich wollte das unbedingt haben, weil... Das ist das Master-Schwert. Als kleines Modell. Aber sieht sehr, sehr toll aus. Und das gucken wir uns jetzt mal live in Farbe und bunt und zum Anfassen an. Und ja, das Spiel ist natürlich da drin und eine Soundtrack-CD. So, dann will ich das gute Stück mal aufmachen. Oh, die Verpackung ist so toll. Ich muss mir mal würdigen, ne? Das sieht so, so toll aus. Ich finde die sehr, sehr schön. Und hinten so ein paar Spiele-Szenen. Wow. Wow, wow, wow. Oh Gott. Das was zum Aufschneiden. Schön vorsichtig. So gut wie es geht. Oh Mann. So. Mann, ist sie fest zu. Ganz oben befindet sich die Soundtrack-CD. Noch eingeschweißt, das ist ein gutes Zeichen, dass noch niemand die vorher gehört hat. Wow. 24 Tracks. Gleich danach gibt es natürlich das Hauptspiel. Und das ist meine erste Switch-Spiele-Verpackung, die ich live in der Hand halte. Die ist etwas kleiner als die von der Wii und der Wii U. Das ist die Spielepackung. Ist wirklich ein wenig klein, aber mir gefällt das. Das ist irgendwie sehr handlich. So, das ist die Rückseite. Schön im Switch-Rot natürlich. Und dann wollen wir mal den Riss aufmachen. Oh. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das am besten? Ein Karton im Karton. Wow, und in Japano. Yeah. Breath of the Wild.
Jetzt kommt erstmal die Schutzverkleidung. Wow. So, hier ist sie mit Tüte. Und jetzt packe ich sie mal aus. Oh, wow, die ist schwerer als ich dachte. Boah, die ist richtig massiv. Wow, oh Gott, die ist so schön. Oh Mann, 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 Mann. Ich muss schon sagen, ich zittere etwas. Oh. Oh. Holy moly. Ist das die Farbe oder das Material? Aber ich glaube, das geht ein bisschen weg. Ein paar Tagesfenster aufmachen. Wow. Wow. Also dieser Stein, der fühlt sich richtig echt an. Boah, und dieses kleine Pflänzchen hier, schaut mal da. Das ist echt süß. Ich hoffe, der Zoom macht jetzt mit. Das ist echt wundervoll verarbeitet. Und das Schwert an sich auch. Das Master-Schwert. Boah, also es hat auch eine recht große Größe. Ich dachte, es wäre noch ein bisschen kleiner, aber wow. Boah, das macht wirklich einen sehr, sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Ich bin so froh, dass ich noch in Besitz einer solchen Statue gekommen bin. Weil ich glaube, die war auch binnen Stunden weg. Es geht los! Oh Gott! Nice Sound. Oh, das war zum Ausfüllen. Okay, das mache ich mal eben schnell alleine. Das ist so ein bisschen langweilig. Netzwerksuche! Nochmal. So, ich habe da mal ein bisschen weiter geklickt. Der Touchscreen ist wirklich toll. Macht echt Spaß, da drauf rumzutatschen. Ganz neu ist, dass man sich jetzt quasi ein eigenes Benutzerbild aussuchen kann. Wow, das ist ja vom Inkling, Zelda, Animal Crossing, Metroid, alles dabei. Eigenes Symbol erstellen. Ja, ich nehme jetzt mal... Ah ja, hier. Schaut mal. Da gibt es schon echt eine ganze Menge. So, ich nehme jetzt mal das Inkling-Mädchen. Und einen blauen Hintergrund. Gib mal einen Spitznamen ein. So, die Konsole sagt, sie ist bereit für den Homescreen. Dann sind wir das natürlich auch. Zu schön. So, wir drücken den Homescreen. Da ist der auch schon. Glaube ich, sehe ja nichts. Doch. Ja, da ist noch nichts. Es ist leer. Das Spiel werde ich dann später erst drauf machen. Neuigkeiten, Nintendo eShop haben wir. Die Controller, Systemeinstellungen, Standby-Modus. ja. Das ist noch ein bisschen leer, ne? Oh Gott. Ja, Neuigkeitenfunktion. Braucht man natürlich eine bestehende Internetverbindung. Aber es soll ja auch mit der Konsole gut möglich sein, dann später bei WLAN-Hotspots, wenn man unterwegs ist. Oh, es hat gerade vibriert. Okay, das war echt creepy. Der Joy-Con hat vibriert. Gar kein Eiswürfel drin. Das ist so toll, jetzt endlich in Händen halten zu können und endlich datteln zu können. Und ich freue mich so, so sehr auf diese kommenden tollen Games, die uns da erwarten. Das wird richtig, richtig spitzenmäßig. Okay, ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit eurer eigenen Switch. Egal ob heute, morgen, übermorgen oder erst in ein paar Monaten, spielt ja keine Rolle. Hauptsache, ihr habt dann ganz viel Freude damit und bis bald. Ciao!